Jo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir wieder Rewards Day und ja, was Neues. Ja. Ungefähr in 40 Minuten, während ich aufnehme, kommt der erste FIFA 21 Trailer. Ich werde darauf mal reagieren, mal schauen, was sie uns präsentieren. Ich habe ein bisschen gehört, dass sie vielleicht die eine oder andere Ikone vorstellen wollen. Bin gespannt. Ich hoffe, der Trailer geht nicht so lang, dass ich das irgendwie reinschneiden kann hier in das Video. Dann würde ich auch sagen, wir schnacken nicht so lange. Wir gehen direkt in Division Rivals rein. Mal gucken, was für Packs wir haben. Okay, ist in Ordnung. Nehmen wir alles mit. Sehr, sehr nice. Ich werde euch natürlich später noch zeigen, was für ein Team ich vielleicht für dieses Wochenende bauen werde. Unsere Liste läuft immer noch gut weiter. Kann mich nicht beschweren. Die Coins kommen rein. Die Liste ist immer noch ziemlich lang. Und wir haben noch eben, genau, ich habe eben noch die mexikanische Liga abgeschlossen. Nebenbei auch noch immer ein bisschen craften. Ich nehme mal Rodriguez mit. Werde ich wahrscheinlich eine SBC abgeben. Ja, 3 Sterne, 3 Sterne. Werde ich abgeben, eine SBC. Sieht nicht schlecht aus, die Stats, aber 3 Sterne, 3 Sterne. Ja, ist jetzt nicht so meins. Was haben wir noch für Packs? Schaue ich mal ganz kurz. Wir haben 15k-Pack, 50k-Pack. Ich würde sagen, wir machen erstmal die schlechten Packs auf und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn was zu sehen gibt. Oh! Zweites Pack. Erstes 15k-Pack und direkt mal ein Walkout. Modric wäre huge. Modric in Form! Holy shit, 91er Modric ist ja leider untauschbar, aber ist nicht schlecht. Wir haben dann wieder einen Spieler für eine SBC. Wir machen ja in letzter Zeit sehr viele SBCs. Also ein sehr, sehr gutes Pack, Jungs. Der gute Boy ist 40, 45.000. Der ist auch nochmal 8.000. Boah, das ist nice. Rechts, links. Oh. Tots, Digga. Mein dritter 15k-Pack direkt Tots. Parejo? Alter, aber die gönnen ja heute anders, ey. 15k-Packs, ne? Aus diesen Division Rivals. Auch wieder untauschbar, aber... Ey, das ist huge, Jungs. Das ist super huge. Weil... Damit kann ich wieder eine SBC easy machen. Wieder 45.000 Münzen gespart. So, Freunde, jetzt haben wir noch 4 Packs. Das sind eigentlich nur gute Packs. Hier haben wir so ein halbes 50k-Pack. Schauen wir mal, was wir noch ziehen können. Die zeige ich euch jetzt noch, weil das sind ja ganz gute Packs und kann was Gutes rauskommen. Das glaube ich, Tadic ist in Ordnung, ist auch glaube ich 8000 oder sowas wert. Ist halt krass, ne? Die ganzen 83er, 84er und 82er halten ihren Preis, sogar tauschbar. Alright. So, Freunde, erstes 55k-Pack. Die können huge sein, aber meistens sind die eher so lala. Aber... Heute sind die huge. Wieder ein Tots. Okay. Nichts krasses, aber nehmen wir mit. Rating ist Rating. 89er. Abdelham irgendwas, glaube ich, aus der Liga. Oh, den habe ich auch beim Crafting-Stream gefühlt 10 Millionen Mal gezogen. Ohoho. Huge Pack, Jungs. In Sachen SBC-Food, das ist sehr, sehr huge. Also, ich weiß nicht, die sind ja... Alter, ich weiß gar nicht, wie viel das wert ist, das Pack. Ich glaube, safe 60, 70.000, ne? Weil, guck mal, der ist 5.000. Der ist nochmal 5.000. Der ist safe auch 5.000. Holy shit, man. Krasses Pack, man. Krasses 55k-Pack. So, Freunde, hatten ein Duplikat. Gucken wir mal, ob aus dem Doppel-Einarsch-Plus-Pack noch was rauskommen kann. Das ist wieder ein Walkout. Nice. Okay. Ndidi? Keine Ahnung. 84er ist das, glaube ich. Ist in Ordnung. Hatten eh, wie gesagt, ein, zwei Duplikate gehabt. Bevor wir den abstoßen, habe ich gedacht, komm, wir machen so ein Pack. Kriegen wir nochmal so einen 84er, den wir wieder abgeben können. Juan Mata, in Ordnung. Nehmen wir mal das zweite 55k-Pack. Guck mal, nochmal so huge und ich bin zufrieden. Ich bin eigentlich jetzt schon zufrieden, bin ich ehrlich mit euch. Die haben halt ganz anders gegönnt. Ey, wieder ein Tots, Digga. Wieder Tots aus dem 55k-Pack. Andrew Robertson? Holy shit, Jungs. Andrew Robertson, ey, nice. Ich habe gehört, der soll nicht so gut sein, aber jetzt, wo ich ihn habe, kann ich auch mal testen. Ey, was ist denn heute los mit dem Packlack? Ich habe vielleicht ein gutes Gefühl für meine Item Rewards. Holy shit. Andrew Robertson. Alter, richtig, ey, krass. Das sind erst meine, paar aufgesammelten Packs und meine Rivals Rewards sind das hier eigentlich.
ja, 90.000, 95.000. Wenn er mir nicht gefällt, kann ich immer noch eine SBC abgeben. Aber der hat eigentlich, außer seinen zwei Sterne Bigfoot, hat er eigentlich geile Stats, ne? Der hat eigentlich geile Stats. Den werde ich auf jeden Fall mal testen. Dann noch Sagadu, Wijnaldum nochmal hier, 8.000. Also die haben heute jetzt schon sehr viel gegönnt. Krass. So, Freunde, jetzt haben wir noch 50 K-Pack. Ja, das ist schon tauschbar. Also wenn wir jetzt noch einen Tots ziehen oder eine High-Rate-Karte. Ey, das ist, oh mein Gott, ich habe jetzt dreimal in deiner Tots gezogen. Priesmann! Oh! Ey, was ist heute los? Ich glaube, das Pack ist tauschbar. Was ist heute los? Oh, ich schmeiß hier alles um. Holy shit, Digga, wir sind nicht mal bei meinen Food Champions Rewards. Ey, heute, ey, what? Alter, der ist doch noch was wert, oder? Und das Pack müsste eigentlich tauschen, weil das, ich weiß, das ist aus den, ja, aus den Top-Partie. Aus der Top-Partie. 270.000 Münzen. Nehme ich jetzt schon mal mit. 270.000 Münzen. Ey, richtig nice. Also ich bin ehrlich mit euch, ich bin jetzt schon zufrieden. Egal, ob hier was kommt oder nicht. Wir haben ja, wie gesagt, 25-4 erreicht. Knapp an Elite 1 gescheitert, weil ich zu dumm war. Aber das erste Mal Elite 2, das sind auch schon mal 100.000 Münzen. Also heute haben wir jetzt schon sau viele Münzen gemacht. Sau viele High-Rate-Karten für SBCs gezogen. Und wenn hier was kommt, dann kommt was. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich bin jetzt schon zufrieden. Also was wir hier heute rausgezogen haben, locker aus den Packs, glaube ich, 400.000 Münzen gemacht. Plus High-Rate-Karten. Ein paar hunderttausend. Also das ist schon mehr als zufriedenstellend. Und dann würde ich sagen, ja komm, einfach mal aufpoppen, ohne viel Gelaber. Ach, wir ziehen wieder Millie. Und ich bin ehrlich mit euch, ich mache ein Icon-Pack, komm. Ich werde ihn jetzt mitnehmen und damit eine SBC machen. Ich überleg's mir dann. Okay, zweites Pack, come on EA Sports. Irgendwas, was man gebrauchen kann. Oh, Rashford, den habe ich schon in Blau. Ja, nehme ich für eine SBC mit, Jungs. Nehme ich für eine SBC mit. Und das letzte Pack, wie immer, ja, machen wir ein R3-Pack. Wir machen unsere Augen zu und lassen uns einzeln überraschen, was da kommt. Wir ziehen erstmal Sanson, okay. Miete. Oh! Was ist heute los, Jungs? Ist egal, was hier kommt, glaube ich. Außer Neymar. Ey, what the fuck? Wir ziehen die Kalisa. Lass mich ganz kurz gucken, wie viel der Junge noch wert ist. 555.000 ist er noch wert. Also, ihr habt mir auch immer gesagt, spiel ihn nochmal. Der 5-Sterne Bigfoot soll wie R9 sein. Und da ist er doch. Dann spiele ich den auch vielleicht dieses Wochenende. Schau mal. Alter, wie krass. Wir ziehen einfach Richarlison. Und wir wollten doch eben Premier League Team gehen, so ähnlich. Mal gucken, ey. Vielleicht kann ich da echt irgendwas machen, weil wir wollten ja noch Trezeguet und Pulisic. Der passt ja eigentlich jetzt rein, ne? Ja, perfekt. Ja, dieser andere perfekt, EA Sports. Ich bin anders zufrieden, Jungs. Ich bin anders zufrieden und ich würde sagen, ja, ich guck mal, wo ich ihn abgeben kann. So, Freunde, weil ich weiß, ihr werdet dann rumholen, du hast so viele krasse Sachen gezogen, du machst kein Icon-Pack. Okay. Lasst dafür aber wie immer einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, ich mache das nur für euch. Das ist, glaube ich, mein 7. oder 8. Icon-Pack. Und mein bester Spieler war Schmeichel. Normalerweise würde ich die hier nicht so ballern, aber da wir den jetzt untauschbar gezogen haben und weil ich weiß, ihr liebt das, ja, mache ich für euch ein Icon-Pack anstatt eine der anderen SBC, ja. Nur für euch, meine Freunde. Das ist nur für euch, meine Freunde. Und weil ich halt heute auch wirklich gut gezogen habe, deswegen. Bevor es abläuft, ja, eigentlich müsste demnächst ein Optimus Prime Pack kommen. Alright, Jungs. 100k Pack als erstes. Wie gesagt, ey, egal was kommt, wenn dreimal Müll kommt, ich bin okay, man, für heute. So krass habe ich es seit langem nicht mehr gezogen. Ist es ein Walkout? Ist es ein Inform-Walkout? Ist es Mkhitaryan? Ist es der neue Mkhitaryan? Oder der alte? Ich weiß nicht. 84 Rating scheint irgendwie low zu sein. Alright, ist nicht so krass. Wahrscheinlich Abstoß. Dahinter, ja, okay, Jungs. Okay, das sieht jetzt nicht so krass aus für ein 100k-Pack, bin ich ehrlich mit euch. Joaquin haben wir nochmal und ihn nochmal für 10k. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Der ist auch 10k wert. Ist in Ordnung. Nehmen wir so mit. Ja, ist in Ordnung. 20.000 nur allein an Abstoß. Wir haben, glaube ich, 50.000, 60.000 gemacht, glaube ich. Also ist sehr, sehr in Ordnung. Was machen wir zuerst auf? Ich würde sagen, wir machen zuerst das Prime Icon Pack auf, weil, ja. Wahrscheinlich kommt da eh nur Müll. Mal schauen. Wenn ich lacken sollte, dann heute. Mein 7., glaube ich, schon. Ja. Oh mein, den habe ich sogar schon. Ist das dein fucking. Habe ich ihn abgegeben? Ich glaube nicht mal. Ist das dein Ernst, EA Sports?
Ne, den habe ich nicht abgegeben, aber den werde ich abgeben, okay. Deswegen mache ich die nicht, Jungs. Das haben wir einfach unnötig verschwendet, eigentlich, die Spieler. Aber wir haben noch einen Dreier Summer Heat, ja. Player Pack. Ich bin zufrieden, egal was kommt, ich bin zufrieden, weil wahrscheinlich gehe ich eben 300k hier raus. Deswegen, alles was drüber ist, Bonus! Nehme ich alles mit. Und jetzt ist Oblak. Was okay ist, glaube ich, das. Oder Hand bekannt, oder das 100k oder sowas wert. 94 Rating, kann da was dahinter sein? Das ist jetzt die Frage, ist sehr, sehr schwierig. Kann da noch was dahinter sein? Ist hier die Frage. Nicht wirklich, meine Freunde. Der ist nicht mal 40. Der ist nicht mal 40. Hä? Ich dachte, Minimum macht man irgendwie 250.000. Aber jetzt habe ich 105.000 nicht mal gemacht. Ich glaube, 120. Ich soll mich nicht beschweren, Jungs. Ich soll mich nicht beschweren. Ja, aber das war schon richtig schlecht gerade. Aber ich beschwere mich nicht, Jungs. Bevor wir in den Trailer gehen, der gleich anfängt. So könnte mein Main-Team aussehen, Jungs. Ich weiß auch nicht, wie genau. Vielleicht kommt jetzt anstatt Neymar Richarlison hier rein. Ich muss mal schauen, Jungs. So könnte erstmal mein Team aussehen, wenn ich ernst spielen sollte. Ich werde auf jeden Fall noch mein Team bauen um mit Calderon, Sanchez. Und werden dann wahrscheinlich dann am Freitag mit diesem Team reinstarten. Wir haben wieder sehr viele neue Spieler am Start. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 neue Spieler, 6, wenn man ihnen dazu zählt, geupgradet wurde. Vielleicht können wir uns auch eine bessere Version von Vieira leisten. Wir schauen mal, wenn ich alles verkaufen sollte. Aber so ungefähr, vielleicht werden wir reinstellen am Freitag, plus ein Serie A-Team mit Sanchez und Calderon. Schauen wir mal. Und wenn ich eher ein Spieler habe, habe ich ja eben gezeigt. Vielleicht irgendwas mit Neymar. Vielleicht jetzt auch mit Richarlison, wenn er mir gefallen sollte. Richarlison vielleicht behalten. Und Neymar dann, ja, vielleicht schon nächstes Mal mitbringen und mitnehmen. Schauen wir mal. Ich bin mir nicht sicher. Und dann würde ich sagen, ja, ist eigentlich schon ein sehr langes Video. Aber reagieren wir noch auf den Trailer, wenn er kommen sollte. Okay, Freunde, jetzt geht's los. 5, 4, 3, 2, 1. FIFA 21 Trailer. Ich bin gespannt. Let's go. Hit it. Hit me with something big. Mach schon. Nein. Papé? Allez. Yo les gars, ça va plus trop aller parce que là, je vais m'occuper de vous. Là. C'est parti. Our stories are the same. Raised and carried by the people around us. To experience something great is to experience it together. Bien sûr, comme tous les enfants, j'ai rêvé. J'ai peut-être rêvé un peu plus. Each of us strive, but it's the team that makes us. Look, this guy, you think he's good? We've triumphed and conquered, Felix, but sometimes we stumble, even fall. Ich sag mir nicht, sie zeigen einfach nur irgendwie Fußballer hier. We are confident, control and unify. Can you do this? Ja, Kontrolle gab's nicht in FIFA 20. Der Orla, Digga, geil, das war geil gemacht. Bestätigt. Holland Jubel bestätigt. Klassiker. Trent, Digga, die Maschine, ne? Shoot out the shoot. We never play alone. Trent in der Maschine, tschüss, Digga. Moving to the birds. I ain't say a word. Von Kurt? Oh, habt ihr gesehen? Neue Animation. Cantona ist drin. Holy shit. Koop. Mit Team, habt ihr gesehen? Es ist Koop. Cantona ist drin und neue Animation also hat man eben gesehen. Am Walkout. Also Team. Icon. Krass. Find us on the streets. On the grass. We'll race together. From Madrid to the Mersey. Yeah. BVB to Paris. We win as one. Neuer Abfuck-Jubel. 4 Leute vielleicht sogar? Okay, wir zocken kann. Der krass eigentlich. Okay, ist kurzes, knackiges Video, Trailer. Over, glaube ich schon. Holy shit, man. Ja, die Leute rasten ja auch schon aus. Cantona schreiben, die Footcore. Okay, nice, Jungs. Nice. Kurzes, knackiges, Trailer hier. Ja. Bin mal gespannt, aber am Ende zeige ich es immer so, wie es ist. Wichtig sind die Server. Wichtig ist
wie das Spiel sich spielen lässt, ja. Aber Cantona ist immer sehr, sehr geile Ikone. Wir haben sie gesehen, Walkout-Animation. Vielleicht kann ich, guck das nochmal ganz kurz, ob ich das finde. Hier sieht man nochmal, Jungs. Guck mal, sieht ein bisschen anders aus, ne? Ein bisschen, aber es ist immer noch der Tunnel-Walkout. Das hier ist, keine Ahnung, sieht aus wie von Pokémon, dieses Incognito. ein bisschen andere Designs. Sieht schon mal cool aus, auf jeden Fall. Ja, und Cantona, krass, ey. Ja, was soll ich dazu sagen? Sehr cooles, knapper Trailer, aber ja, am Ende des Tages ist mir am Ende nur wichtig, ist mir egal, welche Ikone reinkommt, wie die Animation aussieht, wie gut die Grafik ist, es ist wichtig, das Gameplay, ja, ihr wisst es. Wie ist die Meta, wie sind die Server? Das sind die zwei wichtigsten Punkte. Dann würde ich vielleicht sagen, ja komm, wir haben lang genug gequatscht heute in dem Video. Gut gezogen, muss man sagen. Wir haben heute Robertson gezogen, viele Tots. Wir haben Griezmann gezogen, den kann ich auch noch verkaufen. Und ja, ich hatte diesen Wann auch noch ein Pack. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. War cool. Schreibt mir mal in den Kommentarbereich, was ihr über den Trailer denkt. Ich finde, war okay, aber hat auch nicht so viel ausgesagt. Man muss immer noch mehr gucken, was wird gemacht, ja, in Richtung Gameplay und Server. Gut, euer Casey ist für heute raus. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich wieder. Vielleicht heute Abend auf spontan auf Twitch, aber wahrscheinlich eher eine Aufnahme mit einem YouTube-Kollegen. Lasst euch ja überraschen am Wochenende. Und dann bin ich für heute raus. Ciao.